bin jetzt gerade hier ein kleines Stückchen Wald reingegangen und habe mir die Stöcke rausgesucht, die ich brauche. Hallo, mein Name ist Sven. Sie haben gerade gesehen, wie ich in das Waldstück reingegangen bin, um mir das Material zu besuchen. Das erste, was ich zeige euch heute, ist, wie man eine Survival-Angel baut, die mit einem Selbstauslöser funktioniert. Gebaut. Jetzt müsste man nur noch Haken, Köder und Pose anbringen. Als Haken kann man einen spitzen harten Dorn benutzen und als Pose eine Feder. Der Köder ist eigentlich sehr variabel. Man kann Mais, Regenwürmer oder Gedärme. Kommt nur an, welches Wasser und was man anbringt. Der Auslöser ist wie folgt. Wenn jetzt ein Fisch kommt, zieht und verschluckt, Baut ist ja ganz einfach. Hier ist ein Stock mit einer Kerbe. Ich will einfach so in den Boden reinstecken. Da ist dazu gesagt, das Wasser. Hier ist eine Kerbe am Ast. Dieser Stock befestigt mit einem Band. Und in dieser Kerbe ist das Band. Und jetzt sind so einfach. Das war ein Video über die Survival Angeln mit Selbstauslöser.